Schöner formatierter Code mit Prettier. Sehen wir uns dazu diesen Code einer HTML-Seite an. Wir haben den Start, im Header ist nichts eingerückt, danach kommt ein eingebettetes Stylesheet, also die Eigenschaften in einer Zeile stehen und hier auch sogar das Semikolon fehlt. Wir haben eine Ordered List, in der das Listenelement gleich in derselben Zeile wie OL ist und auch keine Einrückung ist vorhanden. Und hier unten haben wir noch ein JavaScript. Auch hier sieht man, dass hier mehrere Leerzeichen dazwischen sind, was wir nicht wollen. Es gibt am Ende kein Semikolon und wir haben einfache Hochzeichen. Um diesen Code schön zu formatieren, kann man das Tool Prettier verwenden. Dieses hilft uns bei JavaScript, HTML, CSS, GraphQL, Markdown und YAML. Außerdem gibt es Community-Plugins für weitere Sprachen. In Visual Studio Code geht die Installation ganz einfach. Wir gehen wieder zu den Extensions und suchen hier einfach nach Prettier. Wir sehen, das erste mit 21 Millionen ist bereits das Richtige. Klicken einfach noch auf Install und schon ist unser Plugin installiert. Wenn wir jetzt in unserem Dokument in die Command-Palette Format Document eingeben, sehen wir, es ist noch keiner konfiguriert. Wir klicken auf Configure, wählen hier Prettier Code Format aus und sehen, unser komplettes Dokument wurde formatiert. Wir haben hier die Einzüge bei HTML. Unser Stylesheet hat jetzt zwei Zeilen. Es wurde das Semikolon hinzugefügt. Die Ordered List ist schön erkennbar formatiert. Und auch bei JavaScript haben wir hier die Leerzeichen entfernt. Wir haben den Einzug, wir haben doppelte Hochzeichen und das Semikolon. Da wir beim Programmieren eigentlich sowieso ständig STRG S zum Speichern drücken, wäre es toll, wenn es dabei auch gleich formatiert werden würde. Das können wir einstellen, indem wir unter File und Preferences in die Settings gehen. Hier findet man unter Texteditor Formatting und da gibt es Format und Save. Das muss man aktivieren und wenn ein Formatter wie Prettier installiert wurde, dann wird dieser automatisch angewendet. Schauen wir uns das Ganze an. Wir gehen zu Prettier, entfernen hier wieder den Einzug und klicken jetzt auch mit STRG S auf Speichern und sehen, es wurde automatisch schön formatiert. Mehr braucht man eigentlich nicht machen, weil mit diesen Einstellungen Prettier eigentlich schon sehr gut funktioniert. Man kann aber trotzdem zusätzlich noch einiges einstellen. Dazu geht man wieder zu den Extensions und kann hier bei dem Einstellungssymbol Extension Settings auswählen. Und hier sieht man eine große Liste an Einstellungsmöglichkeiten. Interessant sind hier zum Beispiel die Einstellungen Prettier Semi. Hier wird geschaut, dass am Ende ein Semikolon ist. Das kann man auch abwählen. Dann Prettier Single Quote. Wir haben hier eingestellt, dass Double Quotes gestellt werden. Wählt man hier das Ganze aus, werden Single Quotes stattdessen verwendet. Oder auch interessant, die Länge, also die Breite eines Tab-Einsprungs, der ist hier auf 2 eingestellt. Wenn wir den zum Beispiel auf 4 ändern. Und bei Prettier, hier sehen wir, haben hier zwei Leerzeichen. Wenn wir jetzt speichern, bekommen wir stattdessen 4.